Hallo liebe Studentin, hallo lieber Student. Wir lernen jetzt den Imperativ von einigen starken Verben, die ihren Stammvokal von E auf I oder IE ändern. Und zwar in der zweiten Person Singular und in der dritten Person Singular. Nur im Singular. Als Beispiel das Verb geben. Ja? Zweite Person Singular. Soll ich dir die Sache geben? Ja, gib mir die Sache. Der Plural bleibt gleich. Sollen wir dir die Sachen geben? Ja, gebt uns die Sachen. Genauso die Höflichkeitsform. Sollen wir euch die Sachen geben? Ja, geben sie uns die Sachen. Ja? Wir werden dann noch eine Übung von wichtigen Verben machen, die ihren Stammvokal von E auf I oder IE ändern. Dankeschön.